Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos, ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen. Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. In der heutigen Podcast-Folge möchten wir das Thema Leverage bzw. Hebel besprechen und klären, warum Unternehmen, aber auch Sammelanlagen diesen so oft einsetzen. Des Weiteren werden wir auf die aus dem Hebel entstehenden Chancen und Risiken eingehen. Was wir heute explizit nicht besprechen, ist das Investieren mit Wertpapierkredit, da dabei andere Dinge beachtet werden müssen, als wenn Anleger den Hebel von Unternehmen oder Fonds prüfen. Natürlich werden wir auch die mittlerweile 25. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts mit der Bestimmung unserer beiden gehebelten Hochdividendenwerte des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis wie immer nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors. Aber gerne doch. Und das ist auch in unserem dritten Jahr CapTrader unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen wichtig ist. Der Online-Broker CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als 1 Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie beispielsweise Preferred Shares oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Pluspunkt hierbei sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem an den Handel für den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. mindestens 2 US-Dollar. Und natürlich fallen auch keine Kosten an für die Verbuchung von Dividenden oder laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses sind wir beide selbst seit langem Kunden von CapTrader und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung geht es über ekip.captrader.com und da bekommen alle unsere Hörer noch zur Konto- bzw. Depoteröffnung eine kleine Überraschung. Und damit starten wir mit dem Thema der 25. Podcast-Folge. Ja, vielen Dank, Luis, für den Hinweis auf unseren Sponsor. In der heutigen Folge möchten wir mal ein oft, wie so viele Themen, polarisierendes Thema besprechen, und zwar den Hebel, den Leverage. Das ist ja ein sehr bilanziell oft gesehenes Thema. Das ist nicht so wirklich greifbar. Was hat das für Auswirkungen auf Unternehmen? Ich kann mich noch an eine unserer ersten Podcast-Folgen erinnern. Da hatte ich dich vor der Folge gefragt, was hat das denn überhaupt für Auswirkungen, wenn so ein stark gehebelter REIT jetzt plötzlich mal Abschreibungen machen muss? Also ich habe das bis vor rund 2 Jahren auch noch nicht komplett durchdrungen. Und ich denke, deswegen ist es heute mal ein super Anlass, da etwas Licht ins Dunkeln zu bringen. Und vielleicht frage ich dich direkt einfach mal drauf los, wieso wird denn überhaupt gehebelt in der Welt? Um diese Frage zu beantworten, hilft es zunächst, die Metaebene einzunehmen, auf die Makroebene zu gehen, denn tatsächlich ist es so, dass unsere gesamte Zivilisation, ja, die moderne schlechthin, komplett gehebelt ist, ja, und ohne einen entsprechenden Kredithebel
und eine Vorfinanzierung überhaupt gar nicht denkbar wäre. Ja, wenn wir einfach in die Geschichte zurückgucken, werden wir feststellen, ja, dass Wachstum und Wohlstand, ja, wobei Wachstum, das muss ja auch nicht quantitativer, kann ja auch qualitativer Wachstum sein, immer korreliert hat mit einem reibungslos funktionierenden Kreditmarkt. Und wann haben wir einen reibungslos funktionierenden Kreditmarkt? Naja, zum einen, wenn wir hier eine solide Währung haben, ja, zum zweiten klar definierte Eigentumsrechte und zum dritten ja eine verlässliche Rechtsordnung, ja, wo ich dann nämlich eben zum Beispiel ja Geldbeträge auch einklagen kann oder eben ja in säumige Schuldner vollstrecken kann. Ja, und überall dort, wo das gewährleistet war in der Vergangenheit, ja, da blühten eben auch die entsprechenden Ökonomien auf. Und ja, immer dann, wenn diese Faktoren abstarben, aus welchen Gründen auch immer, dann gingen auch ganze Reiche unter. Und sicherlich geht das Ganze gut dokumentiert los mit dem Römischen Reich. Ja, und dem großen Widersacher übrigens Karthago, wo dann eben tatsächlich dann zwei solche Mächte aufeinander stießen. Und nach dem Untergang des Römischen Reiches, dann hatten wir ja eine Periode mit Völkerwanderung, Frühmittelalter, wo es eben keine funktionierenden Kreditmärkte gab, ja, wo wir wieder zurückgefallen sind auf ja teilweise Tauschmärkte, Tauschhandel, Naturalwirtschaft, ja, und bis sich dann im Mittelalter dann in Oberitalien ja die Kreditmärkte neu konstituierten. Und das war ja damals schon so prägend, dass wir aus der Zeit viele Begriffe in der Banken- und Börsenwelt ja auch haben, angefangen bei Brutto, Netto, ja, Bank, Kasse, Bankrott, ja, also eine Vielzahl von Finanzbegriffen entstammt tatsächlich dem Italienischen. Und das waren eben die oberitalienischen Städte, ja, wo im Prinzip die Münzordnung und dann damit kombiniert auch die Kreditmärkte neu aufblühten und dann eben Europa und dann den Rest der Welt neu überzogen. Ja, und so war es dann eben auch der Wechsel der letztendlich Weltmächte, die sich tatsächlich auch über ein gut funktionierendes Bankkredit- und Börsenwesen definierten, ja, mit Holland im 17. und 18. Jahrhundert, Großbritannien dann als dominierende Weltmacht 18., 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein und dann eben die USA. Ja, und dann ist jetzt natürlich die gute Frage, warum ist das so? Und die klassische Ökonomie, die betrachtet natürlich im Wesentlichen immer Pull-Faktoren. Also da steht dann ja sowas wie die Nutzenmaximierung im Vordergrund, der Lustgewinn letztendlich als treibendes Motiv. Ja, also dass eine Ökonomie gezogen wird. Ja, und demgegenüber steht eine etwas kleinere, aber sehr interessante Denkschule, der sogenannte Debitismus. Und der zielt tatsächlich eben auf die Schulden ab. Und der definiert eben eine Ökonomie ja als von Push-Faktoren getrieben, also gedrückt. Ja, das heißt, hier geht es eben um Leidensvermeidung, ja, im Wesentlichen also, ja, Insolvenzminimierung oder Insolvenzrisikominimierung, eben aufgrund der Tatsache, ja, dass jegliche Produktion vorfinanziert wird. Ja, und da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wenn wir uns Unternehmen betrachten, dann haben wir ja immer den Fall, dass ein Unternehmen, eine unternehmerische Aktion vorfinanziert werden muss, entweder durch Eigenkapital oder eben durch Fremdkapital. Und da gibt es natürlich viele Motive, Fremdkapital zu nutzen. Und das vergibt natürlich dann eine ja unvergleichliche Dynamik, die ich ja in einer normalen Tauschwirtschaft nicht habe. Ja, in einer Tauschwirtschaft, ja, da habe ich höchstens eine Angebots- oder Produktionskrise. Ja, wenn dann eben ja weniger Eier produziert werden, dann kann ich eben weniger Eier tauschen in andere Sachen. Ja. Da habe ich natürlich auch, das ist natürlich das Gute, keine Finanzkrisen. Und das ist dann wiederum das Element dort, wo ich eine Kreditwirtschaft habe. Ja, da ist ja das Spannende eigentlich daran, dass durch die Wohlstandsexplosion, wir haben ja keine Produktions- oder Angebotskrisen mehr. Ja, aber eben Kredit- ja oder Liquiditätskrisen, wie wir ja auch letztes Jahr gesehen haben. Und das wirkt ja noch bis in dieses Jahr hinein. Also der Preis des Wohlstandes, ja, der Kreditexpansion, ja, ist eben dann auch das Risiko der Finanzkrise. Ja, und es gibt ein schönes Beispiel dafür, was das letztendlich, und damit kommen wir eben auf die Mikroebene, runterbricht. Das bringe ich auch immer in meinen Seminaren bzw. Webinaren. Und da gibt es ja diese schöne Berechnung von der Bundesbank alle paar Jahre, konkret alle 3 Jahre, nämlich die sogenannte Vermögensbefragung. Ja,
eine Studie, die eben angefertigt wird, die nennt sich Vermögen und Finanzen privater Haushalte, kann frei als PDF im Netz abgerufen werden. Die letzte stammt von 2017, wurde 2019 veröffentlicht. Und da hat die Bundesbank mal wieder, wie immer, festgehalten, ja, dass Haushalte mit Immobilieneigentum über ein deutlich höheres Nettovermögen verfügen als Mieterhaushalte. Nämlich der Medianwert beträgt 277.000 Euro zu 10.400 Euro. Ja, also mehr als den Faktor 20 größer. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, warum? Weil ganz nüchtern betrachtet müssten ja die Mieterhaushalte, wenn sie die entsprechend eingesparten Summen ja an den Kapitalmarkt tragen, am Ende des Lebenszyklus ja deutlich besser dastehen als eben ja Haushalte, die Immobilieneigentum gekauft haben. Ist aber eben systematisch nicht der Fall. Und das liegt eben daran, und das ist ja auch ein bekannter Effekt, eben dieser Zwangsspareffekt, ja, als Immobilieneigentümer, eben weil ich verschuldet bin. In der Regel, weil ich meine Immobilien auf Kredit gekauft habe, muss ich eben Kapitaldienst leisten, ja, also Zins und Abtrag. Ja, ich komme also gar nicht drum herum, Vermögen zu bilden, wenn ich eben nicht insolvent gehen möchte. Und das gibt dem, das ist natürlich der Push-Faktor. Ja, und der Pull-Faktor bei den Mieterhaushalten, der zieht eben im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Das Geld wird eben weitestgehend verjuxt, verjubelt im Durchschnitt und eben nicht zur Vermögensbildung, ja, genutzt. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, um eben, ja, diese, ja, ökonomischen Schulen, ja, die klassische Ökonomie versus den Debitismus, ja, da mal gegenüberzustellen und eben festzuhalten, hier an der Stelle erstmal, ja, Kredit ist eben das Mittel, eben die Ökonomien in die Moderne, in die Zivilisation eben zu tragen, ja, auf immer höhere Stufen zu bringen, aber eben mit entsprechender Fallhöhe, die sich eben in Finanzkrisen bemerkbar macht. Und das Ganze gilt natürlich auch für Einzelunternehmen. Ja, vielen Dank auch für diesen historischen Ausflug, Luis. Ich habe auch nochmal überlegt, was so, ja, zumindest ein bisschen vereinfacht so diese klassischen Gründe sind, zum einen für Gläubiger, aber auch für Schuldner, ja, in Hebelinstrumente zu nutzen, zu investieren oder zu emittieren. Und ja, zum einen für Eigenkapitalgeber ergeben sich aus der Nutzung eines Hebels natürlich immer potenzielle Renditesteigerungen. Und die können sehr immens sein bei entsprechendem Hebelgrad und vor allem, wenn es einen großen Spread zwischen Kapitalkosten des Hebels und der erwirtschafteten Rendite mit dem Kapital gibt. Also, das ist einer der größten Gründe, meiner Meinung nach, dafür, dass es den Hebel gibt, so in der heutigen Form. Dann aus der Sicht der Geldgeber ist es natürlich eine wunderbare Sache, sich an Dingen, an Unternehmen, an Anlagen beteiligen zu können durch verschiedene Risikotranchen. Ich kann mich ja beispielsweise an einem Unternehmen wie BASF beteiligen. Die haben klassische Aktien, Eigenkapitalbeteiligungen, die aus klassischer Theorie, Finanztheorie als am riskantesten gelten. Dann gibt es den klassischen Hebel in Form von Anleihen oder Kredit oder Kreditlinien und möglicherweise hat BASF auch noch Kapitalmischform oder nachrangige Anleihen, was ich jetzt im Detail nicht weiß. Aber das ist wunderbar aus Investorensicht, sich an einer Sache, an einem Unternehmen beteiligen zu können mit verschiedenen Risikokategorien. Und diese verschiedenen Risikotranchen bzw. Kategorien, die sind besonders wichtig für große institutionelle Investoren, die selbst wiederum Versprechen an eigene Gläubiger abgeben, also Pensionskassen und so weiter, große Investmentgesellschaften, die sind auf ja eher defensivere Beteiligungen in Form von Anleihen etc. angewiesen.
Und ein dritter Grund dafür, warum ich glaube, dass es den Hebel so verbreitet gibt, ist, dass man einfach dadurch ein sehr großes Kapitalbeschaffungspotenzial hat. Denn es gibt, ja, wie auch gerade eben auch schon angedeutet, viele Anleger, die sehr viel Geld haben, die sehr viel Geld verwalten, die aber nicht immer mit Eigenkapital sich an irgendwelchen Hochrisikoprojekten beteiligen möchten. Nicht jeder möchte einem Biotech-Startup Eigenkapital geben mit dem hohen Verlustrisiko. Und ja, das Biotech-Unternehmen möchte natürlich trotzdem investieren und entwickeln. Und dann kann es eben ja, die Möglichkeit nutzen, das Unternehmen Anleihen beispielsweise auszugeben. Es hat trotzdem das Kapital, was es zum Arbeiten braucht. Die Anleger, die Gläubiger, die haben eine etwas defensivere und bevorzugt bediente Beteiligung. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Haben wir da jetzt noch was vergessen, Luis, oder wollen wir zu den verschiedenen Formen des Hebels übergehen? Zumindest habe ich aus unternehmerischer bzw. betriebswirtschaftlicher Sicht noch eine Ergänzung, denn ein wichtiger Aspekt für einen Schuldner bzw. potenziellen Schuldner ist tatsächlich auch der Wettbewerb. Dazu mal ein Beispiel. Nehmen wir an, ein Unternehmen operiert ausschließlich mit 100 Millionen Euro Eigenkapital, ja, und derselbe Wettbewerber in der Branche ebenfalls mit 100 Millionen Euro Eigenkapital. Beide erzielen eine Eigenkapitalrendite von satten 20%. Ja. Und nun erschließt sich allerdings das eine Unternehmen, ja, von den beiden, das Unternehmensvermögen zu beleihen und nimmt eben zu den 100 Millionen Euro Eigenkapital noch 100 Millionen Euro Fremdkapital auf, ja, die komplett in die Erweiterung der Produktionsanlagen gesteckt werden. Ja. Dann haben wir natürlich das erste Unternehmen, das nur mit Eigenkapital operiert, ja, erzielt eben einen Gewinn von 20 Millionen Euro pro Jahr. Aber das Unternehmen, das jetzt mit Fremdkapital zusätzlich operiert, erzielt 40 Millionen Euro Gewinn abzüglich Fremdkapitalkosten. Ja, das heißt, ja, wenn die Fremdkapitalkosten dann, nehmen wir mal an, 5 Millionen Euro betragen, also 5% auf die 100 Millionen Euro Fremdkapital, ja, erzielt das Unternehmen mit Hebel eben 15 Millionen Euro mehr Gewinn. Die können dann beispielsweise in Werbung oder Innovationen eingesetzt werden. Na, und damit kann sich natürlich ein Wettbewerbsvorteil im wahrsten Sinne des Wortes erkauft werden. Und das wiederum kann je nach Konstellation das eigenkapitalfinanzierte Unternehmen dazu zwingen, ja, nachzuziehen. Ja, in dem Fall jetzt vielleicht noch nicht unbedingt, aber wenn wir uns mal vorstellen, Anton, ja, du wärst im 19. Jahrhundert, ja, im Deutschen Kaiserreich, ja, ein erfolgreicher Kutschmanufakturenbetreiber, ja, und hättest eben deine Manufaktur mit 100 Millionen Goldmark komplett Eigenkapital finanziert, und dann kommt jetzt dein Wettbewerber, der eben genauso eine Manufaktur betreibt, nimmt das Fremdkapital auf und kauft dann aber von diesem Fremdkapital, von diesen 100 Millionen, also erweitert er nicht seine Firma, sondern kauft dafür das Patent für eine Benzindroschke von so einem Herrn Daimler, ja, und fängt dann eben an, selbstfahrende Kutschen zu bauen, ja, also quasi Innovation voranzubringen. Ja, dann bist du natürlich sofort unter Zugzwang, weil wenn du natürlich vorausschauend guckst und siehst, naja, das sogenannte neue Auto, ja, diese Innovation wird sich durchsetzen gegen das Pferdefuhrwerk, dann musst du eben nachziehen, um da eben nicht auf der Strecke zu bleiben. Das heißt, wir haben auch hier durch den Wettbewerb letztendlich auch wieder so einen Push-Faktor, der eben durchaus, ja, Unternehmen, also gerade Unternehmen dazu zwingen kann, eben Fremdkapital aufzunehmen, um im Wettbewerb nicht auszuscheiden. Durch deine Ausführungen ist mir jetzt auch gleich noch ein weiterer Grund für den Einsatz eines Hebels eingefallen, und zwar, dass man ja durch die Aufnahme von Fremd- und Mezzaninekapital in der Regel keine Stimmrechte abgibt. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, auf jeden Fall, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und
Ich habe eben nur temporär letztendlich einen Finanzier an Bord. Ja? Also den Aktionär habe ich ja dauerhaft. Ja? Es sei denn, ich kaufe die Aktien zurück, wenn der Aktionär denn will. Aber den Gläubiger, den kann ich ja auszahlen. Und dann ist der nicht mehr mit im Boot. Ja, wir hatten jetzt schon einige Stichworte gehabt, aber was sind denn so die üblichen Formen eines Hebels, sei es jetzt von Unternehmen oder von Closed-End-Funds oder von Holdings? Ja, auch das haben wir ja im Prinzip schon erwähnt. Ja, einmal gibt es die Möglichkeit zu hebeln durch den Einsatz von Mezzaninkapital. Ja, das ist insbesondere, sind das Finanzinstrumente wie Preferred Shares, wie Wandelanleihen und ja, eine Vielzahl weiterer Konstrukte, wo eben ja, sich das Ganze vermischt. Also das heißt, der Charakter letztendlich, ja, was Eigenkapital und Fremdkapital angeht, Elemente eben aus beiden Welten dort vorhanden sind. Ne? Besonders deutlich wird das beispielsweise beim Preferred Share, der zählt eben rechtlich zum Eigenkapital. Ja, die Ausschüttungen darauf sind eben eine Dividende. Allerdings wird die eben in der Regel in der Höhe fixiert. Also von der Auszahlungsmatrix her entspricht das letztendlich, ja, oder ist das analog zu sehen wie ein Zins. Ja, auf der anderen Seite haben die Preferred Shares eben keine Laufzeit, ja, aber einen festen Rückkaufskurs, der ab einem bestimmten Datum ausgeübt werden kann, aber nicht muss. Also wir sehen hier mal eine sehr gute Durchmischung dieser Kriterien von Eigenkapital und Fremdkapital. Und je nachdem, was dominiert, fällt dann eben fällt eben das Mezzaninkapital rechtlich in die eine oder in die andere Richtung. Ja? Und dann haben wir eben das klassische Fremdkapital. Hier ist ganz klar, da haben wir eben eine Gläubiger-Schuldner-Vereinbarung mit einem entsprechenden Zinssatz und einer entsprechenden Laufzeit, die eben einen Kapitaldienst zwingend nach sich zieht. Und wenn ich den eben nicht erbringen kann, dann bin ich pleite. Im Gegensatz übrigens zum Preferred Share, da kann ich ja eben in besonderen Situationen beispielsweise die Fixdividende aussetzen. Eine Möglichkeit des Hebels, hattest du, meine ich, gerade vergessen, das sind die Hybridanleihen, also in der Regel sehr lang oder auch unendlich lang laufende Anleihen, die auch wie die Preferreds nach einem gewissen Stichtag gecallt werden können. Das nur als kleine Ergänzung. Aber lass uns doch jetzt mal zu den aktuellen Chancen des Hebels kommen, insbesondere was normale Unternehmen angeht, aber auch Closed-End-Funds beispielsweise. Aber gerne doch. Und bei den Closed-End-Funds wirkt der Hebel selbstverständlich genauso wie bei den Unternehmensbeispielen eben. Ja, hierzu auch ein Exempel. Nehmen wir an, wir haben einen Closed-End-Fund, ja, der 1 Milliarde US-Dollar an Kapital verwaltet bzw. über Common Shares eingeworben hat und in ein, sagen wir, Portfolio aus Anleihen investiert, die im Schnitt 5% pro Jahr abwerfen. Ja, in dem Fall erzielt eben der Closed End Fund 50 Millionen US-Dollar Ertrag pro Jahr. Nun kann dieser Fonds natürlich auf die Idee kommen, das Fondsvermögen zu erhöhen, beispielsweise durch die Emission von Preferred Shares, also sprich das Portfolio zu hebeln. Dazu werden Preferred Shares im Volumen von 500 Millionen US-Dollar beispielsweise emittiert, die eine Fixdividende von 3% ausweisen. Ja, und in dem Fall hat eben der Closed End Fund 1.500 Millionen US-Dollar verwaltetes Vermögen, das eben in das Anleihenportfolio investiert wird. Und da die durchschnittliche Rendite der Anleihen mit 5%, ja, oberhalb der Zahlungen auf dem Preferred Share von 3% liegen, ja, macht der Fonds eben unterm Strich einen guten Schnitt. Ja, statt 50 Millionen US-Dollar pro Jahr werden jetzt eben 75 Millionen US-Dollar pro Jahr eingenommen. Davon gehen 15 Millionen US-Dollar an Kapitalkosten ab, beziehungsweise an Kapitalkosten für die Preferred Shares-Eigner, die ihre 3% Fixdividende erhalten. Und unterm Strich bleibt dann ein Gewinn. Und unterm Strich bleibt dann
ein Gewinn bzw. Cash Available for Distribution von 60 Millionen US-Dollar. Und im Vergleich zum ungehebelten Produkt sind das schon 20% mehr. Ja, der ungehebelte Closed End Fund hat ja 50 Millionen US-Dollar Gewinn bzw. Zahlungsmittel, die ausgeschüttet werden können. Ja, und dementsprechend höher liegt das gehebelte Produkt. Und da stellt sich natürlich dann auch sofort die Frage, auf welchen Fonds würden denn dann Anleger vermutlich eher setzen? Wo würde die eher hintreiben? Und inwieweit übt das dann natürlich auch eine Sogwirkung bzw. entsprechenden Push-Faktor auf die Closed-End-Funds derselben Anlageklasse aus? Ja, ist ähnlich zu tun und auch zu hebeln, um entsprechend auch die Renditen zu erzielen. Und damit haben wir, glaube ich, die Chancenseite ganz gut beschrieben. Ich habe da aber noch was, noch einiges zu den Chancen. Luis, du hattest jetzt das generelle Renditesteigerungspotenzial für die Eigenkapitalgeber sehr schön ausgeführt, auch an einem guten Beispiel, um das auch mal so zu verstehen, was hat das für Auswirkungen? Und 20% Renditesteigerung, das ist schon eine Hausnummer. Dein Beispiel wird umso relevanter in den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, also in absoluten Niedrigzinszeiten. Und ja, es sieht ja auch nicht danach aus, als ob diese Mittel, kurz-, mittel- und langfristig mal wieder deutlich steigen werden. Also Closed-End-Funds, Holdings, aber auch Unternehmen können sich je nach Währung extrem günstig verschulden. Also Unternehmen mit bester Bonität, die zahlen vielleicht mal 1%, wenn es gut läuft, bei kurz- und mittelfristigen Anleihen. Closed-End-Funds, die zahlen vielleicht 2,5% Zinsen mittlerweile. Nur mal als Vergleich, der City of London Investment Trust, ein großer, traditionsreicher, britischer Closed-End-Fund, der hat sich, meine ich, in den 80er oder 90er Jahren mal eine Kreditlinie mit 10% gesichert, die er bis heute noch teilweise abstottert. Also das sind ganz andere Relationen, in denen wir uns heute bewegen. Und mit diesen 10% scheint man damit ja auch noch ganz gut gefahren zu sein. Und ja, da kann man sich vorstellen, was das bedeutet, wenn man sich nur für 2% Geld leihen kann. Das bedeutet riesige Renditepotenziale, sofern die Risiken nicht schlagend werden. Aber zu denen kommen wir gleich noch. Ja, absolut korrekt. Und die Niedrigzinsphase hat natürlich spiegelbildlich dazu auch in anderen Sektoren geführt, dass die Preise eben hochgegangen sind. Das beste Beispiel ist natürlich der Immobiliensektor, weil ich ja dort tatsächlich zumindest im Bereich der gut kalkulierbaren Wohnimmobilien eine ähnliche Auszahlungssituation habe wie bei Anleihen. Das heißt, auch hier kann ich natürlich übers Objekt grob kalkulieren, was kann ich dort über die Kaltmiete für eine Rendite erzielen. Und wenn die halt deutlich oberhalb des Finanzierungszinses liegt, dann lohnt sich natürlich die Aufnahme von Fremdkapital. Ja, und ich kann es natürlich dann auch ganz auf die Spitze treiben und meine Rendite ins Unendliche hebeln, mathematisch zumindest, indem ich zum Beispiel ein Objekt komplett inklusive Nebenkosten fremdfinanziere. Ja, dann habe ich gar kein Eigenkapital eingesetzt, also null. Ja, und die erzielten Erträge steigern quasi die Rendite ins Unendliche. Jetzt hast du auch direkt einen Punkt angesprochen, den ich auch noch anführen wollte, nämlich, dass ich durch einen günstigen Hebel auch Anlagen sehr profitabel machen lassen, die sonst mit Eigenkapital eher uninteressant wären. Und das war jetzt schon das perfekte Beispiel. Also zu den heutigen Bewertungen der Immobilien mit Multiples von jenseits der 20, 30, da lohnt sich das nicht wirklich, das Ganze mit 100% Eigenkapital zu machen. Also ich bin jetzt sicher kein Immobilienexperte, aber
da reicht simple Mathematik, um zu sagen, dass sich das nach Kosten und Steuern nicht so besonders rechnet, nur mit Eigenkapital. Das ist jetzt nicht sehr attraktiv, aber mit fast kostenlosem Fremdkapital, da werden auch 1% Rendite wieder sehr interessant bei 0% Kapitalkosten. Ein anderes Beispiel wären erneuerbare Energieanlagen, wenn man dort, sag ich mal, 30 Jahre garantiert Einnahmen hat, vielleicht bei 100% Eigenkapital die Rendite gar nicht so gut wäre. Aber wenn man das Ganze herrlich hebeln kann, dann kann das auch sehr gute Renditen bringen, einfach in solche Anlagen zu investieren mit Hebel, und dann macht man damit dann trotzdem vielleicht seine 7, 8, 9%. Also das ist, denke ich, auch noch so eine große Chance des Hebels, insbesondere bei so ja defensiven Anlagen wie Wohnimmobilien in guten Lagen oder auch erneuerbare Energienanlagen mit staatlichen Garantien. Ja, und ich hatte jetzt auch noch zwei Punkte, die hatte ich aber auch schon teilweise angedeutet. Also einmal die großen Chancen für die Aufnehmer des Geldes, also dass sich dadurch einfach viel leichter Kapital beschaffen lässt, wenn man eben auch Leverage zulässt. Also natürlich nicht immer, aber eine defensivere Beteiligung ist für viele Gläubiger doch attraktiv. Und einen letzten Punkt habe ich aber auch noch, und zwar ist es, wie ich auch schon angedeutet hatte, einfach viel interessanter, viel einfacher für Menschen, die Kapital benötigen, oder auch für juristische Personen oder Fonds, die Kapital benötigen. Für die ist es in der Regel einfacher, große Mengen an Kapital zu beschaffen, wenn man Kategorien anbietet und eben nicht nur so eine standardisierte Eigenkapitalbeteiligung. Der Kapitalmarkt mag es dann doch, wenn man sich so ein bisschen ausdifferenziert die Risikotranchen aussuchen kann. Aber das war's jetzt zu den Chancen. Lass uns die Risiken besprechen, die ja doch nicht ohne sind, denn nichts gibt's umsonst, und die Risiken, die muss man kennen. Das stimmt absolut, und das größte Risiko des Arbeitens mit Leverage ist, dass ich natürlich als Schuldner in die Situation kommen kann, die leveragen zu müssen. Also ja, Vermögenswerte schnell abzustoßen, um überhaupt noch liquide werden zu können. Und wenn das eine hinreichend große Zahl von Schuldnern machen muss in einer Volkswirtschaft oder in einem bestimmten Segment einer Volkswirtschaft, dann gerät man natürlich genau in so eine deflationären Strudel aus fallenden Preisen, ja, weiteren nach sich ziehenden Notverkäufen und letztendlich Schuldnern, die am Ende bankrott sind, ja, weil das ist ja einer von zwei Insolvenzgründen, eben die Vermögenswerte nicht mehr die Schulden decken. Und auch das gibt es selbstverständlich im Bereich der Sammelanlagen, und das Paradebeispiel schlechthin ist die große Depression in den USA. Dazu muss man eben wissen, dass überhaupt erst in den 1920er Jahren Fonds ja in den USA als Finanzinnovation eingeführt wurden. Ja, es gab keinerlei Rahmenbedingungen für diese Fonds, und natürlich in dieser goldenen Ära, übrigens auch des billigen Geldes, ja, haben sich natürlich auch die Fonds vollgesogen mit Fremdkapital, ja, und hier in Aktien beziehungsweise auch außerhalb der Börse in Vermögenswerte investiert, ja, und sich eben bis zur Halskrause verschuldet. Und dann kommt eben dieser berühmte Minsky Moment, ja, benannt nach Hyman Minsky, auch ein durchaus interessant zu lesender US-amerikanischer Ökonom, der ist auch verstorben, und auf den geht eben so ein, oder der hat eben eine Kreditzyklus-Theorie entwickelt, und an deren oberen Wendepunkt steht dann eben, ja, wenn dann Schulden an den Punkt kommen, dass sie eben spekulative Kredite aufnehmen, ja, und letztendlich in der Hoffnung, durch Vermögenszuwächse den Kapitaldienst leisten zu können, dann ist so ein Kipppunkt erreicht. Dann reicht ja, ja, wenn die Vermögenswerte nicht mehr im Preis steigen oder sogar leicht sinken. Und dann passiert genau das, was dann eben auch 1929 passiert ist.
Die Kurse gehen deutlich zurück, ja, und daraufhin, ja, sehen sich dann auch gerade eben verschuldete Investoren, ja, egal ob jetzt Privatpersonen oder Fonds, gezwungen, die Vermögenswerte abzustoßen, um noch genug Liquidität zu generieren, ja, um den Kapitaldienst leisten zu können. Und das führt dann eben, ja, auf dem Weg nach unten. Das heißt, schlimmstenfalls werden dann eben die Aktiva zu Niedrigstpreisen dann eben verschleudert. Und bei großem Pech reicht noch nicht mal das dann, um die nominal ja feststehenden Schulden zu decken. Ja, das ist ja auch immer das Problem bei Vermögenswerten, die bepreist werden, im Gegensatz zum Bargeld. Deswegen ist ja Cash King in solchen Situationen, ja, weil eben ja Sachwerte oder Produktivwerte, ja, genauso wie, weiß ich nicht, Kunst oder was auch immer, eben durch Angebot und Nachfrage einen Preis erhält, ja, während Bargeld nominal fest ist. Ja, und die Schulden sind eben in der Regel in Geld festgelegt und demgegenüber steht eben ja ein nach oben oder unten im Preis flexibler Vermögensgegenstand. Ja, du hattest jetzt schon verschiedene Risiken zusammengefasst. Ich habe sie noch mal etwas aufgeschlüsselt. Also zum einen haben wir ganz einfach Verlustpotenziale durch Zinsen, wenn die tatsächlich erwirtschafteten Renditen mit dem aufgenommenen Kapital unter der Zinslast liegen. Das kann ja durchaus vorkommen, insbesondere wenn man überlegt, dass sich ein Fonds für 10% Geld beschafft. Ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass man das dann untertrifft, dass man das dann nicht schafft an Performance. Also selbst 8% wären ganz ordentlich am Aktienmarkt, aber damit hätte man immer noch einen Verlust gemacht mit dieser Anlage. Also Verluste durch Zinsen immer möglich. Dann hat man ein Refinanzierungsrisiko. Und ja, das wird insbesondere dann problematisch, und kommt dann zum Tragen, wenn erstmal auf Kredit investiert wurde, dann die Anlagen im Wert gemindert wurden aus irgendwelchen Gründen. Beispielsweise die Immobilienpreise sind gefallen. Dann muss man in 5 Jahren beispielsweise das Ganze refinanzieren und dann wird es natürlich schwieriger. Also im besten Fall kriegt man eine Refinanzierung überhaupt, aber dann wahrscheinlich zu schlechteren Konditionen. Und ja, wenn man großes Pech hat, kriegt man überhaupt keine Refinanzierung. Und das ist insbesondere ein Risiko bei den Hebelanlagen, die auch eine Fälligkeit haben. Also wenn man jetzt mit Preferred Shares hebelt, mit Wandelanleihen oder mit Hybridanleihen, da ist das Ganze, da gibt es dieses Refinanzierungsrisiko ganz so nicht. Aber bei klassischem Fremdkapital muss man das schon immer bedenken. Das gilt aber für Fonds, für Unternehmen, aber auch für Privathaushalte. Das Hebelverlustrisiko, das hattest du auch angeführt und das haben ja nicht nur Aktiengesellschaften, da gab es nicht nur Aktiengesellschaften, die das im letzten Jahr getroffen hat, sondern auch viele Fonds. Und ich meine, du hattest auch ein Beispiel dafür mitgebracht. Willst du das nochmal kurz erläutern? Ja, aber sicher. Dazu muss man wissen, dass die USA ja im Zuge der, ja, sagen wir mal, Aufbereitung dieser Katastrophe am Kapitalmarkt den Investment Company Act of 1940 erlassen hat, also im Jahr 1940. Und der besagt eben, dass vermögensverwaltende Gesellschaften wie beispielsweise ja Closed-End-Funds verpflichtet sind, Mezzanin und Fremdkapital zu decken. Ja, und zwar Mezzaninkapital doppelt und klassisches Fremdkapital dreifach durch eigene Vermögenswerte. Ja, das heißt auf gut Deutsch, bei einem Closed-End-Fund ja, kann eben die Verschuldungsquote nicht über ein Drittel steigen. Das ist eben limitiert. Das ist übrigens speziell in den USA so. Ja, in anderen Ländern ist das nicht so. Beispielsweise in Großbritannien, wo es ja auch entsprechende Closed-End-Funds gibt. Ja, dort aber schon seit den 1860er Jahren. Also da war das schon zur Zeit der großen Depression eine etablierte Anlageklasse. Und da gab es eben nicht diese Vollkatastrophe.
Und daher haben Closed End Funds im Vereinigten Königreich keine Verschuldungsgrenze. Ja, nochmal zurück zu den USA. Diese Verschuldungsgrenze hat natürlich auch einen Nachteil oder kann sich auch in einer Situation nachteilig auswirken. Und genau die haben wir letztes Jahr im Frühjahr 2020 beobachten können. Ja, und als Beispiel hierzu dient der First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Trust. Der wiederum investiert ganz überwiegend in sogenannte Business Development Companies, also Private Equity Unternehmen, die in außerbörsliche Unternehmen investiert sind. Ja, deckt halt eben diesen Sektor ab. Hatte auch einiges an Fremdkapital an Bord. Ich meine, so um die 30% war das, bevor es im Shutdown Crash nach unten ging. Und ja, als es dann eben nach unten ging, sah sich eben der Fonds aufgrund dieser Vorgabe, ja, des Investment Company Act of 1940 gezwungen, um ja diese Deckung des Fremdkapitals halten zu können, als die Kurse nach unten rauschen, ja, ein Großteil der Anlagen zu verkaufen, ja, und hier eben die Leveraging zu betreiben. Und das hat natürlich wiederum dazu geführt, dass dieser Fonds ja rund um den Kurstiefpunkt ja eben auch aktiver zu Niedrigstpreisen hier verschleudert hat oder verschleudern musste, um sich zu konsolidieren. Ja, der hat überlebt, aber ja, wenn ich natürlich aktiver verkaufe, ja, wenn ich die Aktien zwar habe, wenn sie fallen, aber nicht mehr, wenn sie steigen, dann verpasse ich eben die Erholung. Und das ist eben so ein Effekt, den sollten wir als Anleger unbedingt im Auge behalten. Das heißt, was passiert mit so einem Papier, ja, wenn die Kurse runtergehen und das Fondsmanagement dann entweder gezwungen ist oder aus ja, Angst oder Sorge oder sonstigen Gründen anfängt zu deleveragen, ja, also den Hebel herabzusetzen, weil das geht eben nur dann, wenn ich eben Vermögenswerte ja in Bargeld wechsle. Ja, dazu habe ich aber noch mal zwei Ergänzungen. Du hattest es zwar richtig ausgeführt, dass die britischen CEFs ja keine gesetzlichen Vorgaben haben, aber das soll ja jetzt nicht so wirken, dass die britischen Closed-End-Funds absolute Zockerpapiere wären mit extrem hohen Hebeln. Im Gegenteil, wie du es auch schon erwähnt hattest, die waren ja zu Zeiten der großen Depression schon eine sehr etablierte Anlageklasse, die auch heute eine der ja am besten gereiftesten Anlagen sind. Also die britischen Closed End Funds, die sind sehr gut selbst reguliert, also die haben in der Regel dann eigene Hebelvorgaben, die auch relativ defensiv sind mit maximal 20% oder 25% Hebel. Klar, teilweise gibt es auch mehr, aber die sind da selbst reguliert und auch sehr streng. Und noch eine zweite Ergänzung, der First Trust Fonds, der war ja tatsächlich gar nicht gezwungen zu deleveragen, aber er hat sich eigentlich, ich war ja leider dabei, er hat sich eigentlich das Leben selbst schwer gemacht, weil er wollte ausschütten, aber ausschütten kann man nicht, wenn man die Hebelgrenze überschreitet. Und ja, das hat dafür gesorgt, dass Aktiva abgestoßen wurden, BDCs und andere Beteiligungen abgestoßen wurden. Und so sieht jetzt leider auch der Net Asset Value aus. Und den großen Unterschied bzw. die negativen Auswirkungen des Hebels, die können wir im Vergleich zum ungehebelten Pendant sehen, der Vanek Vectors BDC Income ETF, der ist mittlerweile mindestens auf Vorkrisenniveau, und der FGB First Trust Closed End Funds, der ist ungefähr bei 2/3 des Vorkrisenniveaus. Also das ist jetzt kein Totalverlustkandidat, aber man hat hier einiges einstecken müssen. Neben den potenziellen Hebelverlusten steigt aber auch das Risiko eines Totalverlustes, und auch ohne dass die Basiswerte, in die investiert wird, oder ohne die Basisanlagen, in die Geld gesteckt wird, ohne dass die auf Null fallen. Also ich kann mit einem Fonds, der 30% Leverage einsetzt, einen Totalverlust erzielen, wenn die Basiswerte um 70% fallen. Dann bin ich pleite
Und also kommt auch immer auf den Hebel an. Also bei einem Preferred Share Hebel wäre man nicht pleite, aber wenn man eine klassische Kreditlinie hat, dann wäre man in der Regel pleite. Das Gleiche gilt natürlich auch für REITs, kommt aber auch wie immer aufs jeweilige Domizil an. Also in Amerika kann man überschuldet sein und muss trotzdem noch keine Insolvenz anmelden, solange der Cashflow stimmt. In Deutschland ist das etwas anders. Aber ja, die Totalverlustrisiken steigen deutlich mit Hebel und die Schwankungsbreite steigt auch bei gehebelten Anlagen, egal ob es Unternehmen sind, egal ob es Immobilien sind. Also ich meine, klar, da sieht man das nicht so offensichtlich, aber dort gibt es auch diese Schwankungsbreite oder auch Fonds. Das sind jetzt, sag ich mal, die gesamten technischen Risiken. Es gibt aber auch psychologische Folgen des Hebels und die, finde ich, sind besonders betonenswert, denn wer Hebel einsetzt, der macht sich auch selbst einen Renditedruck. Bei ungehebelten Anlagen, da ist es ja das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man die angestrebten Renditen nicht schafft. Vielleicht laufen die Anteile, die Beteiligungen auch nur seitwärts in der Wertentwicklung, aber mit einer Seitwärtsbewegung, da wäre das ja noch kein Weltuntergang, aber mit Hebel muss man eben mindestens die Kapitalkosten erwirtschaften und das sorgt für einen Renditedruck, das sorgt vielleicht auch für etwas riskantere Anlageentscheidungen, weil man eben Kapitalkosten decken muss. Neben diesem Renditedruck haben Anleger aber meiner Erfahrung nach, ich habe das eben auch, ich habe Angst, wenn ich stark gehebelt investiert bin, vor schlechten Zeiten, da ich diese nicht so einfach aussitzen kann. Also im Shutdown-Crash war man als ETF-Investor auf Standardwerte eigentlich relativ entspannt unterwegs. Mit stark gehebelten Fonds war das teilweise aber schon problematisch. Bei mir war das jetzt im Ergebnis nicht so schlimm. Ich war auf Gesamtportfolio-Ebene nicht sehr stark gehebelt, aber ich hatte einige Kandidaten, wo es Hebelverluste gab. Aber ja, diese Angst vor schlechten Zeiten, die nimmt schon zu, weshalb man diese Bedeutung des Hebels psychologisch nicht unterschätzen sollte. Ja, dann habe ich zum Abschluss des Themas, bevor wir zum jeweiligen Hochdividendenwert des Monats kommen, noch ein bisschen Statistik. Die gibt's aus den USA. Und zwar die Quelle dafür ist die Fondsgesellschaft Nuveen, die ja ein kleines Papier rausgegeben hat, Understanding Leverage in Closed End Funds. Und demnach arbeiten 72% der US-amerikanischen börsennotierten Fonds mit Hebel, lediglich 28 ohne Hebel. Und wie es übrigens der Zufall so will, Anton, in der 24. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts haben wir genau solche Papiere vorgestellt. Du hattest ja den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust vorgestellt, ein Closed End Fund ohne Hebel. Und ich hatte den Calamos Strategic Total Return Fund vorgestellt, ein Closed End Fund mit Hebel. Ja, und dann gab es noch eine Auswertung in dem Papier über 5 Jahre gerechnet, erhöht der Hebel in 78% aller Perioden die Rendite. Ja, ist natürlich auch klar, sofern die Kurse eben tendenziell steigen und der Mehr- bzw. Minderertrag pro Jahr durch den Hebel belief sich auf minus 4,2 bis plus 7,6% im Durchschnitt pro Jahr 1,85%. Also das ist schon eine ganz erkleckliche Zahl und erklärt wahrscheinlich auch, warum der Hebel so beliebt ist. Ja, und dann habe ich doch noch einen, nämlich Anton, wie handhabst du das denn? Achtest du persönlich auf den Hebel deiner Sammelanlagen? Ja, also ich investiere ja klar nur in Sammelanlagen. Wir hatten es beim letzten Mal besprochen, ich investiere nur in Sammelanlagen und alternative Anlagen.
Und dementsprechend interessiert mich tatsächlich der Hebel auf Einzelwertebene nicht besonders, da ja, das wäre einfach viel zu viel Arbeit, die ganzen Fonds zu durchsuchen. Am Ende verfolge ich ja eine Strategie, wo ich genau das nicht will. Ich will mich nicht mit Einzelwerten beschäftigen. Das sollen einfach breit diversifizierte, solide Sammelanlagenportfolios sein. Auf Ebene der Sammelanlagen bzw. alternativen Anlagen achte ich aber ganz klar auf den Hebel. Und ich bin da jetzt kein, also ich bin allgemein kein Freund von Pauschalaussagen. Und deswegen halte ich es für vertretbar, Hebel einzusetzen, wenn man das Ganze kontrolliert eingeht. Und ich habe das auch mal ganz genau ausgerechnet, was ich auf Gesamtdepot Sicht für einen Hebel habe, der durch Sammelanlagenhebel entsteht. Und der Hebel beläuft sich rein durch Fremdkapital-Leverage auf 10% und inklusive der Mezzanine-Kapitalhebel, die auch einige meiner Fonds einsetzen, bin ich bei rund 15% Gesamtleverage. Also ich habe rund 10% relativ riskanten Leverage und ja, nochmal 5 Prozentpunkte eher defensiveren Portfolio Leverage. Das halte ich in Summe für einen vertretbaren Mittelweg, wenn man überlegt, wie die historische Entwicklung der Märkte war. Ich habe ein breit diversifiziertes Portfolio, selbst bei einem 50- oder 60-prozentigen Marktrückgang wäre das für mich weder aus Totalverlustsicht noch aus Hebelverlustsicht problematisch. Also ich kann eine Finanzkrise mit meinem Portfolio ohne Probleme überstehen und kann aber auf der anderen Seite vermutlich kontinuierliche Überrenditen erzielen. Klar, Fonds und Holdings und alternative Anlagen haben auch etwas höhere Kosten, aber ich kann damit gewisse Zusatzrenditen bei mäßigem Risiko erzielen und ich habe auch mal einen Stresstest da durchgeführt, was das für Auswirkungen auf meinen Depot hätte bei verschiedenen Bewegungen am Kapitalmarkt und insgesamt sehe ich meinen Hebel von 10 bis 15% als völlig entspannter. Wie handhabst du das bei dir? Naja, zum einen bin ich ja selber in dem Sinne auf der Gläubigerseite. Das heißt, ich habe ja in meinem Portfolio recht viele Preferred Shares. Die machen ja schon ein ganz ordentliches Volumen aus. Und bei den Sammelanlagen handhabe ich das so, dass ich das aus verschiedenen Gründen stark durchmischt habe. Also hebelfreie ETFs kombiniert eben mit Closed-End Funds, die Hebel einsetzen, wobei ich da aber schon gucke, wie stark ist der. Ich halte den auch regelmäßig nach und ich sehe schon zu, dass der nicht allzu stark ist, um eben nicht in solche Fallen zu laufen. Ne? Aber ich habe jetzt nicht so im Detail das Ganze nachgerechnet wie du. Das habe ich dir ja auch nicht angekündigt, also sei dir das verziehen. Das ist sehr großzügig von dir. Ich denke, damit haben wir auf Kapitalanlageseite das Thema Hebel für heute durch. Machen wir den Deckel drauf und Anton, ich bin schon ganz gespannt, ob du uns hier eine Sammelanlage mit oder ohne Hebel präsentierst als deinen Hochdividendenwert des Monats. Schieß los. Tatsächlich keine Sammelanlage, sondern weil ich es in der letzten 24. Folge schon mal ein bisschen angeteasert hatte, das Thema der alternativen Anlagen. Deswegen habe ich eine solche auch heute als Hochdividendenwert des Monats mitgebracht. Ich habe mir dort auf meiner selbst erstellten Liste habe ich mir einen rausgepickt, den ich eigentlich ziemlich spannend für Investoren finde, die ja eine Ausschüttungsrendite von über 6% monatliche Zahlungen wünschen bei einem ja vertretbaren Gesamtrisiko.
Und ja, es handelt sich dabei um die Atrium Mortgage Investment Corporation. Hierbei handelt es sich um einen 2001 aufgelegten kanadischen Mortgage Trust, also Hypotheken Trust, also um ein Anlagevehikel, welches überwiegend in Hypothekenkredite investiert ist. Die Denominierung der Hypothekenkredite ist selbstverständlich wie für den kanadischen Markt denkbar in Kanada Dollar, und diese Hypothekenkredite werden überwiegend für Einfamilienhäuser vergeben. Das Ganze läuft über eine externe Managementgesellschaft, also Atrium Mortgage Investment Corp ist tatsächlich ein ganz passives Vehikel. Da wird einfach nur Geld bereitgestellt und eine externe Managementfirma, die bahnt dann die Kredite an, überwiegend für Einfamilienhäuser, aber teilweise auch für Gewerbehäuser, Gewerbeimmobilien in geringerem Umfang. Und das Besondere ist, dass man das überwiegend mit sehr kurzen Laufzeiten unter 12 Monaten macht und in einer Kapitalregion, die was den Umfang betrifft, eher uninteressant für klassische Banken ist. Also das kanadische Bankensystem ist extrem, wie eigentlich überall, sehr stark reguliert. Man hat dort ein Oligopol und dort entstehen bei gewissen Kapitalsummen einfach Opportunities für alternative Nicht-Banken-Kapitalgeber. Und dort hat sich Atrium Mortgage Investment Corp ganz gut etabliert und ist dort auch der führende Kapitalgeber im Non-Bank-Lending. Das Bruttovermögen der alternativen Anlage lag zum Ende des letzten Geschäftsjahres bei 755 Millionen Kanada-Dollar, also ein relativ beträchtliches Sümmchen, der Börsenwert bei 584 Millionen Kanada-Dollar bei einem Nettoinventarwert von 463 Millionen Kanada-Dollar, und daraus ergibt sich laut Bilanz ein aktueller Agio von 26,1%. Wie realistisch dieser Agio ist, lässt sich natürlich nur schwer sagen, da der letzte Jahresabschluss ja schon einige Monate her ist. Aber was wir auf jeden Fall daran erkennen, ist, dass das eine relativ beliebte Anlage ist, ja, die für ihre Qualität geschätzt wird. Die Qualität äußert sich insbesondere bei der Ausschüttungsfrequenz. Ich hatte es schon angedeutet, die ist monatlich und auch immer in gleicher Höhe bei einer aktuellen Dividendenrendite von 6,55%. Für diese Ausschüttungsrendite wurden im vergangenen Jahr nahezu 100% ausgeschüttet, also 99,4%. Also man hat keine realen Rücklagen vom Gewinn, man wächst aber durch die kontinuierliche Ausgabe neuer Aktien wahrscheinlich zu Agio-Preisen, was natürlich die gesamte Gesellschaft ja deutlich voranbringen kann. Und durch diese Erweiterungen des Portfolios durch neue Aktienausgaben konnte man tatsächlich auch über die letzten 5 Jahre im Schnitt die Ausschüttungen um knapp 1% pro Jahr anheben. Entspricht nicht ganz einem Inflationsausgleich, aber meiner Meinung nach ist jede Steigerung im Bereich der ausschüttungsstarken Anlagen nennenswert und gut. Und bei 6,55% wäre man meiner Meinung nach auch mit einer konstanten, könnte man meiner Meinung nach auch mit einer konstanten Zahlung zufrieden sein, aber es wird kontinuierlich angehoben. Wie sich das Ganze jetzt in Zeiten sinkender Zinsen entwickelt, das ist natürlich nicht ganz sicher. Es gab schon einige andere
Gesellschaften, die auch in Hypothekenkredite investiert haben, die mussten schon die Ausschüttungen reduzieren. Die können sich davon natürlich nicht so befreien vom sonstigen Zinsumfeld, aber das gehört halt zu solchen Anlagen dazu. Die Dividendenserie ist nichtsdestotrotz seit Verfügbarkeit der Dividenden ungebrochen. Und die Verschuldungsquote, die ja für die heutige Folge besonders relevant ist, die liegt bei 38,7%. Das ist meiner Meinung nach ein vertretbares Maß an Leverage, insbesondere wenn man bedenkt, dass Hypothekenkredite bei halbwegs solventen Schuldnern sehr schwankungsarme Anlagen sind. Also 38,7% fände ich jetzt bei einem Private Equity Fonds vielleicht schon etwas aggressiv, vielleicht etwas zu aggressiv, aber hier handelt es sich ja um nominale Beteiligungen, die wirklich nur dann schwanken, wenn davon auszugehen ist, dass die Schuldner hier nicht mehr zahlungsfähig sind. Die Kursentwicklung war relativ neutral im Vergleich zum Auflageniveau. Es gab leichte Kursgewinne und im Shutdown-Crash ging es im Kurs 43,1% in der Spitze nach unten. Daran erkennt man natürlich auch wieder die Hebelwirkung. Das hätte hier bestimmt anders ausgesehen, wenn es keinen Hebel gegeben hätte. In Summe bekommt die alternative Anlage Atrium Mortgage Investment Corporation von mir 8 von 10 goldene Gänseeier. Und falls sich Zuhörer jetzt fragen, warum ist das für mich eine alternative Anlage und keine Sammelanlage, das kann ich ganz einfach beantworten. An sich haben wir hier keine Mitarbeiter, kein operatives Geschäft, keinen Mehrwert außer Kapitalbereitstellung und Allokation. Soweit so gut, das könnte auch eine Sammelanlage sein. Allerdings investiert die Atrium Mortgage Investment Corporation nicht in eigenständige juristische Personen, sondern vergibt eigentlich unterm Strich überwiegend an Privathaushalte Hypothekenkredite. Anders würde das Ganze meiner Meinung nach aussehen, wenn es sich um Unternehmenskredite mit Hypothekenbesicherung handeln würde. Das wäre dann eine Diversifikation über eigenständige juristische Personen mit hypothekarischer Besicherung. Hierbei handelt es sich aber eigentlich nur um Kredite an Privathaushalte, dementsprechend für mich eine alternative Anlage. Und handelbar ist der Titel über das Kürzel AI, also wie Artificial Intelligence, über die Toronto Stock Exchange. Und jetzt zu dir, Luis. Was hast du uns als HDWDM mitgebracht? Ja, ich glaube, zum ersten Mal liegen wir gar nicht so weit auseinander. Stichwort Nichtbankenkapitalgeber. In die Richtung geht es nicht bei mir auch. Und zwar war ich die letzte Woche zu Gast bei einem Community-Treffen von P2P-Großmeister Lars Wrobbel. Ja, schönen Gruß an der Stelle. Und bei dem Treffen kam natürlich auch so Diskussion auf. Ich nehme an, du kennst ja auch P2P. Plattform, bist aber, glaube ich, nicht investiert, korrekt? Genauso ist es, weil es da gute börsennotierte Alternativen gibt. Aber dazu hast du bestimmt gleich noch mehr. Genau, und auch zu dem Thema haben wir natürlich diskutiert, weil es ja tatsächlich so ist, zu vielen außerbörslichen Anlagen gibt es ja eine, in der Regel mindestens eine Alternative an der Börse. So auch im Fall der P2P-Kredite. Und genau diese Alternative habe ich heute mal mitgebracht, nämlich den britischen Honeycomb Investment Trust PLC. Ja, an der Londoner Börse unter dem netten Kürzel Honey, wobei geschrieben HONY notiert. Ja, und dahinter verbirgt sich eben ein Trust, der letztendlich auf institutioneller Ebene das P2P-Geschäft betreibt. Gegründet wurde der Trust 2015 in Großbritannien und der verwaltet eben ein sehr voluminöses Kreditportfolio, insgesamt 400.000
Positionen, also 400.000 Kredite. Ja, wobei der Trust eben nicht einzeln vergibt, sondern wer sich mit P2P-Plattformen auskennt, der weiß, es gibt so Plattformen, da gibt es ja so Darlehensanbahner, ja, so Kreditvermittler, Kreditbereitsteller. Das ist in Deutschland relativ unbekannt, ja, weil wir eben eine sehr, ja, ausdifferenzierte und dichte Bankenlandschaft haben. Aber in vielen anderen Ländern, ja, werden eben Darlehen über spezialisierte Firmen aus dem Nichtbankensektor vergeben. Und genau denen stellt der Trust eben Geld zur Verfügung. Ja, und dieses Geld wird dann wieder ausgeliehen und diese Portfolios, diese Kreditportfolios, die sind dann eben mit den Darlehen der Schuldner dieser Kreditvermittler gedeckt, ja, so dass auch wenn der Vermittler wegfallen würde, ja, der Gläubiger, sprich eben der Trust, Zugriff auf die Einzelkredite hätte. Ja, die Kreditportfolios selber sind sehr durchmischt. Der größte Anteil sind eben Immobilienkredite und Konsumentenkredite. Darüber hinaus gibt es auch noch einen etwas kleineren Anteil an Geschäftskrediten. Und im Prinzip ist das eine börsennotierte Alternative zur Plattform Mintos. Ich meine, die funktioniert ja im Prinzip genauso. Ja, nur dass wir hier in dem Fall eben, ja, das Ganze börsennotiert haben und eben nicht über, ja, eine Internetplattform, auf die ich eben Geld überweise und die eben, auf die ich eben Geld überweise, welches dann eben angelegt wird, ja, und welches ich dann eben erst abrufen muss, ja, sondern hier eben laufend handelbar. Also das Bruttovermögen der Gesellschaft beläuft sich auf 617 Millionen Pfund. Ja, das Nettovermögen bzw. der Nettoinventarwert auf 358 Millionen Pfund. Da sehen wir schon eben, der Trust arbeitet mit Hebel in dem Fall. Ja, ähnlich wie dein kanadisches Papier mit einer Verschuldungsquote von 39%. Der Börsenwert beträgt 331 Millionen Pfund. Das heißt, aktuell wird der Titel mit einem Disagio von 7,3% gehandelt. Er notiert bei 9,70 Pfund und die 52-Wochen-Spanne, ja, beläuft sich auf 9,50 Pfund bis 10,30 Pfund. Ja, die Ausschüttungshistorie ist sehr konstant seit 2017. Ja, durchgängig gleich mit 80 Pence pro Jahr, aufgeteilt auf 4 Zahltermine im März, Juni, September und Dezember. Die Steigerungsrate, seit der Trust eben an die Börse gegangen ist, betrug 4%, die Ausschüttungsquote moderate 64% und die Dividendenrendite auf dem aktuellen Stand 8,3%. Ja, wie schon bei deinem Titel war die Kursentwicklung sehr, sehr, sehr konstant über die Jahre und mit Ausnahme wirklich des Shutdown-Crashs, ja, fast wie eine Linie gezogen, was eben für so ein börsennotiertes Wertpapier schon sehr außergewöhnlich ist. Und noch außergewöhnlicher fand ich der Blick auf die NAV-Historie. Das heißt, wenn man sich hier ein bisschen in die Unterlagen eingräbt, dann kann man tatsächlich den NAV pro Monat seit Emission des Titels sich rausziehen. Und der war tatsächlich seit Börsengang jeden Monat ausnahmslos positiv. Und das ist natürlich schon, ja, recht solide, spricht zumindest dafür, dass hier eine, ja, vernünftige Kreditqualität, vernünftige Kreditpartner hier ausgewählt werden. Ja, dass tatsächlich, ja, noch nicht mal ein Monat dabei war, wo eine Null- oder Negativrendite eingefahren wurde. Der maximale Kursverlust betrug übrigens im Shutdown-Crash ebenfalls relativ moderate 25%. Das heißt, die Anlageklasse P2P, in dem Fall eben über ein börsennotiertes Wertpapier, hat sich relativ stabil verhalten im Vergleich eben zu anderen, ich sag mal, High-Yield-Anlagen. Und daher gibt's bei mir in Summe 9 von 10 goldenen Gänseeiern.
Ja, das war eine schöne Vorstellung eines britischen Closed End Funds mit spannendem Thema. Das zeigt, denke ich, auch mal wieder, was für spannende Bereiche man abdecken kann, wenn man jetzt nicht nur in reguläre Aktien investiert, sondern wenn man auch abseits davon sich mal Titel anschaut, da ergibt sich ein ganz neues Universum an Möglichkeiten und mit deinen über 8% ist da die Rendite auch nicht zu knapp bei moderater Volatilität. Ja, jetzt haben wir so viel über Hebel, Mezzanine, Fremdkapital gesprochen, aber ich habe da noch was im Hinterkopf, da war doch vor kurzem was bei dir. Ja, schön, dass du es noch ansprichst. Ja, tatsächlich Ende April rausgekommen, mein neues Buch Geldanlage in Preferred Shares, wo ich wirklich über 240 Seiten in diese Anlageklasse abtauche. Ich habe beim Schreiben auch nochmal enorm viel gelernt, viele super interessante Details und ja, vor allem schlüssel ich hier die Anlageklasse Preferred Shares als Mezzaninkapital ja, richtig auf. Und stelle Möglichkeiten sowohl für konservative als auch für sehr spekulative Anleger vor, ja, dadurch ihr oder durch diese Wertpapiere das Portfolio zu ergänzen. Ja, Buch gibt es bei Amazon in der gedruckten Fassung für 17,49 € und in der elektronischen Fassung für 9,99 €. Ja, ich kann das auch nur allen einkommensorientierten Anlegern ans Herz legen und man darf nicht glauben, dass das zu nischig wäre. Also das ist eigentlich eine sehr große Anlageklasse mit sehr interessanten Eigenschaften. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel sagen, aber ich kann das auch nur jedem Anleger ans Herz legen, der auch gerne mal 5-6% Dividendenrendite mit niedriger Volatilität erzielen möchte. Ja, dein Exemplar übrigens, Anton, habe ich heute in die Post gegeben, sollte also demnächst ankommen. Ach was, da habe ich gleich Lesestoff. Da freue ich mich aber. Danke dir. Ja, wunderbar, so soll es ja auch sein. Ja, egal ob mit oder ohne Hebel, das noch als abschließende Ergänzung. Ja, die Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall sind natürlich gegeben und wie immer können wir keine Haftung übernehmen für materielle oder ideelle Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen. Ja, und wir haben uns wirklich bemüht, alles sorgfältig zusammenzustellen. Aber wie das so ist, Daten, Zahlen, Fakten an der Börse können sich schnell ändern. Daher bitte alles nochmal persönlich im Zweifelsfall überprüfen. Ja, und zu guter Letzt waren das natürlich unsere persönlichen Meinungsäußerungen, keine Anlageempfehlungen. Schließlich sind wir auch in einige der heute hier vorgestellten Papiere selber investiert und Interessenskonflikte können also nicht ausgeschlossen werden. Ja, wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt zur Folge zu unserem Podcast, dann gerne in die Kommentare schreiben oder aber an unsere Podcast-E-Mail-Adresse einkommensinvestoren@nurbaresistwahres.de. Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, kann den Podcast gerne direkt abonnieren und uns auf einem unserer zahlreichen Kanäle folgen. Und weitere Informationen gibt es unter nurbaresistwahres.de beziehungsweise unter dw-dividende auf YouTube. Das war's für heute. Auf bald und eine ertragreiche Zeit. Euer Luis. Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude beim Ausschüttungen, Vereinnahmen. Euer Anton.